links jetzt Geschichte. Die CDU ist so machtgeil, dass sie vor nichts mehr zurückschreckt. Es ist ein perverses Bündnis. Das, was sie da gemacht haben, ist jetzt eine Allparteienregierung gegen die AfD. CDU sich kurz jetzt über ihren Ministerpräsidenten freut, aber das ist eigentlich on the long run eher eine Niederlage ist. Das ist eine Blamage. Wenn das Ergebnis der sogenannten Brandmauer ist, dann muss man sich schon fragen, ob das noch irgendwie in irgendeiner Relation zu einer politischen Vernunft ist. Auch in der Vorweihnachtszeit ein gutes Zeichen, dass Thüringen nicht eine politische Problembeschreibung, sondern auf dem Weg ist, eine eigene Marke zu sein, die Deutschland auch beeindrucken kann. Und das will ich tun. Also viel, viel dreister geht es nicht. Erstmal kompletter Schwachsinn, was er hier erzählt. Darüber hinaus muss man sagen, er hat einfach dem Wählerwillen hier verraten oder entgegen dem Wählerwillen gehandelt. Und er ist so oder so auch ein Betrüger, weil er bei seiner Dissertation betrogen hat. Und so jemand wird jetzt bei einer nicht gewollten Regierung Ministerpräsident in Thüringen. Das soll eine Marke sein? Also tickt er nicht mal ganz richtig? Mario Vogt hatte keine Wahl. Mit AfD und Linkspartei weigert sich die CDU zu koalieren. Also blieb ihm nur neben der SPD die Partei von Sarah Wagenknecht, die vor allem in der Ukraine-Politik weit von CDU-Positionen entfernt ist. Noch brisanter, die Brombeer-Koalition hat keine absolute Mehrheit im Landtag. Jeder, der Anstand gehabt hätte, hätte entweder gesagt, ich mache Neuwahlen oder ich koaliere halt doch mit entsprechend der AfD oder ich mache zumindest eine Mehrheitskoalition, indem ich auch noch die Linkspartei bei mir in die Koalition aufnehme. Nichts davon ist passiert und das zeigt man einfach wieder, wie man hier komplett dem Wähler ins Gesicht spuckt. Tief gesehen ist das natürlich bitter für die CDU, die ja lange Zeit in manchen ostdeutschen Ländern sogar absolute Mehrheiten hatte und jetzt sich mit allem und jedem verbinden muss, um überhaupt noch regieren zu können ohne die AfD. Die Weigerung der CDU, mit der AfD zusammenzuarbeiten, obwohl die bei der Thüringen-Wahl stärkste Kraft wurde, werde die AfD nur weiter stärken, glaubt Politikwissenschaftler Patzelt. Doch erst einmal dürfte die CDU jetzt froh sein, nach 10 Jahren wieder in Thüringen zu regieren. Ja, es ist eigentlich richtig verrückt. Also, das ist ja gewissermaßen eine dunkelrot-schwarze Koalition, die keine Mehrheit hat und sich dann von ganz dunkelrot noch mitwählen lässt. Wenn das Ergebnis der sogenannten Brandmauer ist, dann muss man sich schon fragen, ob das noch irgendwie in irgendeiner Relation zu einer politischen Vernunft ist und ob es in irgendeiner Relation ist zu dem, was Demokratie theoretisch Wahlen eigentlich bedeuten. Also wenn man sich das Wahlergebnis anguckt, ich finde Herrn Höcke auch furchtbar und lustigerweise ist Herr Höcke wirtschaftspolitisch viel näher bei BSW und Linkspartei als bei einer CDU. Aber dass das jetzt am Ende so ausgeht, mich hinterlässt das sprachlos. Und ich glaube auch, dass die CDU sich kurz jetzt über ihren Ministerpräsidenten freut. Aber dass es eigentlich on the long run eher eine Niederlage ist. Das ist eine Blamage. Naja, die Brandmauer wird ja von beiden Seiten gebaut. Also eine AfD, die irgendwann mal realpolitisch Verantwortung übernehmen will, wird so jemanden wie Höcke, der immer und immer und immer wieder am Rande des verfassungsrechtlich Bedenklichen agiert, der baut ja die Brandmauer auf, auch von dieser Seite. Die CDU wird einen ganz bitteren Preis dafür bezahlen. Und ja, soweit ich einem Poschert hier recht geben musste mit seiner Analyse hinsichtlich dessen, dass es einfach nur die Selbstzerstörung der CDU ist, diese Koalition eingegangen zu sein, muss ich ihm widersprechen, dass es die AfD ist, die hier entsprechend Brandmauern aufbauen würde. Ich meine, die anderen Parteien sind noch nicht einmal gewillt, entsprechend überhaupt Anträgen der AfD zu stimmen. Und was ein Höcke angeht, der wird natürlich in den Medien einfach immer deutlich schlechter gezeichnet oder extremistischer gezeichnet, als er tatsächlich ist. Alle seine Aussagen werden meistens
meistens aus dem Kontext gerissen oder aber entsprechend ja am negativsten interpretiert, wenn man auch mal einfach fair mit ihm umgehen würde in den Medien. Ich glaube, dann würde auch dieser dunkle Schatten über seiner Person relativ schnell verziehen. Wählt Vogt also zum Ministerpräsidenten mit. Dafür soll es künftig eine Einbindung der Linken in der Regierungsarbeit geben. Verstößt ja eigentlich schon gegen diesen Unvereinbarkeitsbeschluss, den die Union hat. Ist die Brandmauer nach links jetzt Geschichte? Die CDU ist so machtgeil, dass sie vor nichts mehr zurückschreckt. Darum ging es. Hauptsache Mehrheit. Ja, Hauptsache Mehrheit und egal mit wem. Das, was die da gemacht haben, ist jetzt eine Allparteienregierung gegen die AfD. Allparteien. Alle Parteien, die im Landtag sitzen, haben sich zusammengefunden, um Mario Vogt zu stützen. Und außer der AfD natürlich. Das nützt natürlich der AfD, denn das ist die einzige Oppositionspartei. Wenn künftig oppositionell argumentiert wird gegen die Regierung, kommt das immer aus der AfD. Die sammeln alles ein. Und muss man mal sagen, die CDU im Bündnis mit zwei kryptokommunistischen Parteien, mit dem BSW und der Linken, beide Kryptokommunisten. Wie geht denn sowas? Was sollen denn CDU-Wähler? Das hat doch alles noch einen Sinn. Rechts und links hat doch noch einen Sinn. Also wenn man CDU wählt, stellt man sich doch was anderes vor, als wenn man BSW wählt oder Linke. Und nun beobachten CDU-Wähler, dass ihre Partei mit zwei solchen Parteien sich verbündet. Glaubst du, die halten überhaupt die volle Legislaturperiode durch? Die sind jetzt so machtvergessen und so machtgeil. Die werden sich die größte Mühe geben, durchzuhalten. Es sind ja alle beteiligt. Die Linke ist ja auch noch beteiligt. Es bleibt ja keiner übrig. Also die Linke hat bloß keine Minister. Aber ansonsten haben sie ja die Hand auf dem Drücker und können Druck ausüben, damit ihre Bedingungen erfüllt werden. Das Bündnis ist ein perverses Bündnis. Pervers heißt wieder natürlich. Es ist wieder natürlich, wenn die CDU mitkommt. Aber was wäre die Alternative? Minderheitsregierung. Und dann muss man sehen, wie weit man kommt. Bodo Ramelow, vorher Ministerpräsident der Linken, hat auch in einer Minderheitsregierung regiert. Das Wesentliche dabei ist, dass man einen Landeshaushalt durchkriegt. Wenn man den nicht durchkriegt, kann man gleich Neuwahlen machen. Den braucht man. Da muss man dann sehen, mit anderen Parteien verhandeln, dass man eine Mehrheit dafür kriegt. Und ansonsten kann man halt nicht jedes Gesetz machen, was man gerne machen möchte, geht dann nicht. Oder man macht man stellt es in den Landtag und guckt, was dabei rauskommt. Man kann mit einer Minderheitsregierung ganz gut fahren, wie man an Ramelow sieht. Aber natürlich wollen alle eine Sicherheit haben und eine Mehrheit haben. Und dann sammeln sie ein und sammeln ein und sammeln ein. Das, was da in Thüringen passiert ist, ich wiederhole, es ist eine Perversion und kein Vorbild für andere Länder. Aber formal ist. Ja, größtenteils kann ich einem Jörges auch hier zustimmen. Allerdings halte ich es für den falschen Ansatz, einfach zu sagen, man macht eine Minderheitsregierung. Man sollte dann schon tatsächlich auch mal überlegen, die AfD einfach in eine Koalition mit einzubinden, beziehungsweise die Brandmauer fallen zu lassen. Oder man sagt halt von vornherein, man macht Neuwahlen. Aber dieses Minderheitsregieren ist ja auch etwas per se antidemokratisches. Das ist aus meiner Sicht keine wirkliche Option. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.